Immer im Mai heißt es an der MEU alle Jahre wieder. Denn dann müssen alle Abiturienten, die Sport studieren wollen, eine Eignungsprüfung ablegen. Wir haben uns an einen mutwilligen Bewerber drangehangen und der hat sich gar nicht so schlecht angestellt. Ja, ich heiße Toni Schröder, komme aus Gera und bin heute hier an dem Sporttest teilnehmen, der Eignungsprüfung. Weiß Toni denn, was ihn erwarten wird? Naja, ich hatte letztes Jahr schon mal einen Eignungstest in Jena mitgemacht, den habe ich leider nicht bestanden, deswegen so ein grober Ablauf, aber wie es hier genau abläuft, weiß ich noch nicht. Wir begleiten Toni und seinen Freund Philipp die nächsten 2 Tage. Allererste Etappe, Gerätturnen. Wir wundern uns, dass keine Frauen am Start sind und erfahren, dass die Aufnahmeprüfung der Frauen getrennt stattfindet. Wo sonst Leistungssportler trainieren, wird heute Toni am Reck und am Boden vorturnen. Wir wundern uns über die schwarzen Ballettschläppchen. Die Geheimwaffe. Freunde haben ihm erzählt, dass das Pluspunkte gibt. Nach einer kurzen Erwärmung gehen die Prüflinge zu ihren Geräten. Toni muss zuerst ans Reck. Der Prüfer gibt letzte Tipps. Bei diesem Abgang, bei diesem Feldunterschwung, wenn ihr aufstreckt, nicht die Ellbogen beugen, da kann man gegen die Stange kommen mit dem Kopf. Das ist eine ganz hässliche Beule. Jetzt wird es für Toni ernst. Am Anfang muss er einen Hüftaufschwung schaffen, was bei der Höhe der Reckstange gar nicht so einfach ist. Wie der Prüfer die Übung bewertet, bleibt zunächst sein Geheimnis. Die Note erfährt Toni, wenn er alle Übungen absolviert hat. Wir wollen wissen, wie er sich selbst einschätzt. Ja, war in Ordnung. Der Abgang war nicht ganz so gut. Am Ende war er dann besser aus dem Stand. Ich bin eigentlich ganz zufrieden dafür, dass es eine Zitterdisziplin war. Ich hoffe, es hat gereicht. Ich denke schon. Ob das der Prüfer auch so sieht? Kurz vorm Bodenturnen üben alle nochmal. Hat Toni alle seine Elemente drauf? Ich hoffe doch, es sitzt alles. Also ich hatte mehr Angst beim Reck, sagen wir mal so. Am Boden müssen die Männer Kopfstand machen, ein Rad, Handstand oder auch eine Sprungrolle. Eine Rückwärtsrolle gehört natürlich auch dazu. Wenn so viele Männer turnen, dauert es, bis man endlich an der Reihe ist. Na, das war aber knapp. Kurz vor dem Ende der Matte kommt Toni zum Stehen. Ich fand es nicht ganz so gut, aber ich denke mal, es wird gereicht haben. Aber Felgrolle stand ich nicht gut. Handstand habe ich ganz schön weit außen geturnt, muss ich sagen. Ja, aber im Großen und Ganzen wird es schon geklappt haben, denke ich. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hätte besser laufen können, aber wenn ich bestanden habe, bestanden ist wichtig. Dominik Tisch, 2-1 minus. Bestanden. Und Toni Schröder. Ja, 2 minus 2, zusammen eine 2. Am Nachmittag die 2. Station für Toni und Philipp. Sportspiele in der Weinberghalle. Toni muss als erstes sein Können im Fußball beweisen. Wir erfahren, dass es seine Lieblingssportart ist. Bei der Prüfung geht es ums Ballgefühl beim minutenlangen Jonglieren. Und um die sichere Annahme. Und wo muss sich Toni noch beweisen? Ich weiß gar nicht, was jetzt noch alles rankommt. Ja, Torschuss? Torschuss noch. Torschuss im Spiel. Liegt euch das schon, ne? Denken wir schon. Ich spiele auch Fußball. Wird schon. Trotz fortgeschrittener Stunde heißt es, alle Reserven mobilisieren. Nachdem die Fußballnoten eingetragen wurden, geht es weiter zum Volleyball. Auch hier muss Toni seine technischen Fertigkeiten unter Beweis stellen und im Spiel zeigen, was er kann. Welche Noten gab es dafür am Ende? Ja, 2. Gell. Alle beide 2 bestanden. Okay, reicht. Super. Mehr will man nicht. Was musst du da machen? Als erstes muss man so ein bisschen hin und her spielen, Pritschen, genau. Abwehrverhalten. Dann Angaben und dann am Ende noch ein kleines Schiebchen. War super. Ja.
Jetzt geht es endlich nach Hause zum Ausruhen. Morgen wird noch ein harter Tag. Der zweite Tag der Sporteignungsprüfung. Als erstes steht Schwimmen auf dem Plan. Es ist noch früh am Morgen, doch schon heißt es für Toni, ab ins kühle Nass. Er soll eine Bahn schwimmen, in so kurzer Zeit wie möglich. 50 Meter können da ganz schön lang werden. Ja, ich bin jetzt gerade vom Schwimmen wiedergekommen, bin jetzt zur Leichtathletik. Schwimmen bestanden, 43 Sekunden. Ja, war eine ganz gute Zeit. Ich denke, Mass wird jetzt auch gut beim Leichtathletik. Habe ich ja auch ein paar Probleme gerade bei der Ausdauer. Mal sehen, wie es wird. In der Brandberge-Halle muss Toni 100 Meter sprinten, Weitsprung machen und auch 1500 Meter laufen. Die Normen erscheinen uns schaffbar. 13,5 Sekunden auf 100 Meter sollten doch kein Problem sein. Sogar mit einer 12er Zeit erreicht Toni das Ziel. Nahtlos geht es zur nächsten Station, Weitsprung. Alle präparieren sich dafür. Weitsprung habe ich erstmal geschafft. Ich werde aber nochmal springen, damit ich im Bonus komme. Weil ein kleines Polster vielleicht fürs Laufen dann parat haben ist besser. Und das hat er auch nötig. Denn bei der letzten Sporteignungsprüfung ist er genau an den 1500 Metern gescheitert. Noch einmal volle Konzentration. Nur noch eine Runde, aber auch nur noch wenig Zeit, um unter der 6-Minuten-Marke zu bleiben. Wird es Toni schaffen? Sehr knapp, 10 Sekunden. Bin nochmal gesprintet. Hat gereicht, zum Glück. Die letzte Disziplin ist Kugelstoßen. Danach hat Toni die 2 Tage voller Sport hinter sich gebracht. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Mein Problem ist nur, ich kann mich gerade noch nicht so sehr freuen, weil mein Freund, mit dem ich hierher gekommen bin, der hat es noch nicht geschafft. Mal abwarten, ob er es noch schafft. Ich drücke natürlich die Daumen. Übertreten. Beim Kugelstoßen hat Tonis Freund Philipp es nicht geschafft. Die Sportprüfung hat er aber trotzdem bestanden. Und was steht jetzt noch an? Nachher nach Hause fahren und dann erstmal schön ausruhen. Vielleicht noch mal abends feiern gehen auf die bestandene Prüfung. Na, da gratulieren wir und wünschen beim Studium viel Erfolg.